Video starten wir am ehemaligen Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Für alle, die das vorherige Video nicht gesehen haben, fahre ich nochmal die Heinrich-Heine-Straße entlang, um einfach mal zu zeigen, wie groß dieser Grenzübergang eigentlich war. Dieser Grenzübergang hier war flächenmäßig der größte, weil der Waren- und Postverkehr zwischen den Stadthälften hier kontrolliert wurde. Hier gab es die einzige Zollkontrollstelle des Postverkehrs zum Beispiel zwischen Ost und West. Also man kennt das ja, die Westpakete, ne, die wir denn damals bekommen haben, die wurden dann garantiert hier kontrolliert. Etwa 3000 LKWs im Monat passierten hier die Grenze und 90% des innerdeutschen Bahnverkehrs wurde hier abgewickelt. Hier kann man noch so Parkflächen erahnen, aber ansonsten ist alles weg und neu bebaut. An diesem gut bewachten Grenzübergang versuchten die Leute auch von Ost nach West zu flüchten. Anfangs war die Grenzanlage noch nicht so gut ausgebaut. Da versuchte man einfach mit Autos oder LKWs durch die Grenzanlage zu fahren. Zwei Fälle kenne ich, da ist der Fluchtversuch gescheitert. Es gelang allerdings später mit gefälschten Pässen, die Grenze zu passieren. Wo rechts alles Grenzstreifen und später Wiese war, gibt es jetzt Wohnungen über Wohnungen. Wir fahren jetzt die Sebastianstraße entlang. Hier ist links die Alexandrinstraße. Da geht es dann auch gleich weiter, aber wir gucken mal zurück zur Sebastianstraße. Jetzt ist natürlich alles total grün bewachsen und man kann kaum noch durchgucken, aber das ist genau die Ecke von dem Foto und wir fahren jetzt hier in die Alexandrinstraße rein. Und wir biegen noch mal rechts in die Stallschreiberstraße. Und hier haben sie den Grenzverlauf mittels Steinewesen noch mal nachgebildet. Finde ich immer schade, wenn man gar nichts mehr sieht. Links alt, rechts neu. Hier haben sie auch, glaube ich, in zweiter Reihe auch alles neu gebaut. Also bis zwei Reihen rechts war alles Grenzstreifen. Können wir mal gucken, ob man da noch was sieht. Und
Ansonsten biegen wir hier links in die alte Jakobstraße. Aber ich gucke mal, ob man vom alten Grenzstreifen auf der anderen Seite noch was sieht. Also das ist jetzt hinter den Häusern in der Stallschreiberstraße. Ne, also vorne erste Reihe, hier zweite Reihe. Ist noch ein Park angelegt. Aber da komme ich jetzt gar nicht hin. Da hinten ist wieder diese Grundschule. Einfach mal ins Frecheren. Köln. Dann muss das da hinten, wo das helle ist, die Sebastianstraße sein. Oder steht ein... Da steht noch eine Infotafel. Ah, hier steht auch irgendwas. Das ist cool, hier war ich auch noch nicht, aber in dem Zusammenhang kann man eine Glamour sich das alt angucken hier. Mal sehen, was hier steht. Okay, also auch einer der vielen Parks hier in Berlin, die ja halt im Zweiten Weltkrieg dann auch zerstört wurden. Und jetzt schön wieder rekonstruiert oder neu gestaltet wurden. Aber für mich geht es jetzt weiter auf der alten Jakobstraße. Und wir sind in der Kommandantenstraße. Rechts ist die neue Grünstraße. Das war alles Mauerstreifen. Da wurde dann auch eine Massenflucht durch die Kanalisation vorbereitet und durchgeführt. Weiteres seht ihr jetzt. Nach dem 13. August 1961 war es nicht mehr so einfach, nach West-Berlin zu flüchten. Studenten der TU nutzten dann die Kanalisation. Zwei erfolgreiche Kanäle in Pankow und Prenzlauer Berg flogen leider schon auf und wurden unzugänglich gemacht. Jetzt suchten die damaligen Studenten Ulrich Schulze und Hans Liedtke nach einer neuen Möglichkeit. Nach mehreren Fehlversuchen fanden sie in der neuen Grünstraße einen geeigneten Gulli. So, ich befinde mich jetzt in der neuen Grünstraße und eigentlich ist es eine sehr ruhige Gegend, zu damaligen Zeiten auch. Und hier ist die größte Massenflucht in der Geschichte der Fluchthelfer, würde ich mal sagen, durch die Kanalisation durchgeführt worden. Ist total unscheinbar in einem Knick der Straße. Und genau da unter dem Auto, da ist der Einstieg zum Kanal. Und der führt rüber über die Seidlitzstraße und dann in einer S-Form zur alten Jakobstraße. Und da sind sie dann wieder rausgekommen. Genau, das Ganze können wir uns mal genauer angucken. Hier sehen wir mal den Blick von der Wallstraße in die neue Grünstraße. Und wie man sieht, die haben eine günstige Stelle gefunden, dass man wirklich schwer da einsehen kann. Ja, heute kann man sich das sehr schwer vorstellen, aber hier waren überall Ruinengrundstücke. Und da war es natürlich eine gute Gelegenheit, die ganze Gegend hier zu beobachten, wie sich die Grenze halt verhalten und auch ungesehen die ganze Situation hier zu beobachten. Die Vorbereitungen dauerten zwei Nächte und in der dritten Nacht am 13. September 61 gelang es den Vieren, erfolgreich im westlichen Teil anzukommen. Es gab noch einige Hindernisse, zum Beispiel die Sperrgitter, die so festgerostet waren, dass man sie nicht so einfach mit den Schrauben lösen konnte. Die Frauen kamen dann auf die Idee, den Schlick, der sich unterm Gitter gesammelt hatte, einfach zu entfernen. Das Abwasser spülte die Reste dann noch weg. Und so hatten sie unter dem Gitter ungefähr 30 cm Platz, um da hindurch zu gleiten. Als sie im Flüchtlingslager Marienfelde ankamen, da erzählten sie natürlich nicht, über welchen Weg sie in den Westen gelangt sind. Leider verplapperte sich doch jemand und Gott sei Dank nur ein Herr vom Verfassungsschutz wurde hellhörig. Stasi-Spitzel waren nämlich auch in diesem Lager. So kam die Info über den Kanal in der neuen Grünstraße zur Fluchthelfergruppe Girmann, die bis dato noch keine Erfahrung mit solchen Fluchten hatten. Dennoch sahen sie die Möglichkeit, viele Menschen in kurzer Zeit durchzuschleusen. Die Vorbereitungen dauerten 5 Tage. Allein in 3 Nächten wurden die Sperrgitter durchgesägt. Diese ausgeklügelte Tour vom 25. August bis 13. Oktober 61 funktionierte und es meldeten sich immer mehr Leute. In kleinen Gruppen, in 30-Minuten-Takt, wurden sie zum Eingang gebracht. Letztendlich verhalfen sie über 500 Leuten zur Flucht.
Am Ausgang standen Helfer bereit, um die Geflüchteten in Empfang zu nehmen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober war mit dieser Tour Schluss. Zwei Ostberliner hatten nämlich vom Ruinengrundstück beobachtet, dass Leute in den Kanal reingehen und nicht wieder zurückkamen. Daraus schlussfolgerten sie, dass sie einen Fluchtweg gefunden hatten. Die zwei sind dann auch in den Kanal rein und haben dummerweise den Gullideckel nicht wieder zugemacht. Dadurch flog die ganze Aktion auf. Die Gruppen, die jetzt noch folgen sollten, die wurden gewarnt und konnten sich zurückziehen. Oberirdisch kann man auch super diesen Verlauf der Kanalisation nachfahren. Also man fährt von der Grünstraße, biegt kurz in die Seidelstraße und biegt dann wieder rechts auf die alte Jakobstraße ab und kommt dann direkt zur Feilner Straße, wo der Kanalausstieg war. Diese und weitere spannende Fluchten hat Burkhard Feigl, selbst zu dieser Zeit Fluchthelfer, in dem Buch Wege durch die Mauer festgehalten. Das kann ich echt nur empfehlen, weil da ganz viele Details erzählt werden. Und es ist echt erstaunlich, was die Leute alles in Kauf genommen haben, um die DDR zu verlassen. Wir bleiben auf der Kommandantenstraße und sehen da vorne schon die Hochhäuser von der Leipziger. Auch alles hier nicht mehr wiederzuerkennen. Aber gut, lag alles im Grenzstreifen, also hat man alles neu bebaut. Hallo, siehst du mich? Nein, du siehst mich nicht. Fahr doch einfach. Vorne die Axel-Springer-Straße. Oh je. Das Springerhaus sah man sonst immer, jetzt sieht man es noch nicht. Total krass. Da hinten ist es. Hier war auch alles Grenzstreifen. Alles neu bebaut, zumindest auf der rechten Seite. Und hier vorne ist das Axel-Springer-Haus. Da biegt der Grenzverlauf dann nochmal nach rechts ab in die Zimmerstraße. An dieser Stelle wollte Rudolf Müller seine Familie in den Westen holen. Dafür grub er an dieser Stelle einen Tunnel. Am Tag der Flucht waren alle pünktlich am verabredeten Ort, die Frau, die Schwägerin und zwei Kinder. Als sie sich unauffällig Richtung Tunneleingang begaben, wurde der Grenzbeamte Reinhold Huhn auf sie aufmerksam. Er kam schnellen Schrittes auf die Gruppe zu und wollte die Personalien kontrollieren. Sie gingen erstmal unauffällig weiter. Der Grenzbeamte ließ sich aber nicht davon abhalten und brüllte die ganze Zeit, sie sollen stehen bleiben. Herr Müller versuchte ihn zu beschwichtigen, aber der Grenzbeamte hielt immer noch die Kalaschnikow im Anschlag und hätte wahrscheinlich auch geschossen. Aber in dem Moment zog Herr Müller seine Waffe und schoss. In Windeseile rannte er seiner Familie hinterher und flüchtete durch den Tunnel. Die Flucht gelang, aber die DDR stellte es dann als feigen und hinterhältigen Mordanschlag dar. Reinhold Huhn wurde fast wie ein Held gefeiert. Es gab eine Gedenkstätte. Die Straße, die jetzt Schützenstraße ist, wurde in Reinhold-Huhn-Straße benannt. Ich glaube, die Grundschule, die dort war, hieß auch Reinhold-Huhn-Schule. Und links verfolgt uns auch wieder der Steinstreifen, wo die Mauer markiert wurde.
Da der Grenzstreifen hier sehr schmal war und überall noch Ruinen standen, hat man diese dann abgerissen, weil die eh nicht mehr bewohnbar waren. Da konnte sich dann keiner mehr verstecken und der Grenzstreifen konnte übersichtlich ausgebaut werden. Hier im linken Bildrand kann man es schön sehen, das ist noch das alte Haus, wie in diesem Foto zu sehen. Und aufgefallen ist mir dieses Mosaik, dieses Fliesenmuster an der Hauswand gegenüber. Da bin ich dann mal losgezogen und habe geguckt, ob es das noch gibt. Und in einem der Hinterhöfe bin ich fündig geworden. Das gibt es also immer noch. Die wurden dann einfach nur umbaut. Hier an der Kreuzung Zimmerstraße, Charlottenstraße spielte sich eine dramatische Flucht ab. 17. August 1962. Seit längerem planen Helmut Kuhlbeit und Peter Fechter die Flucht über die Mauer. An diesem Tag wollen sie es hier in der Zimmerstraße von einer Schreinerei auswagen. Gegen 14 Uhr laufen sie in den Grenzstreifen und werden auch bald entdeckt. Schüsse fallen. Vier Grenzer stürmen auf die beiden Flüchtigen zu. Während sich Helmut durch den Stacheldraht über die Mauer retten kann, bleibt Peter wie erstarrt stehen. Kugeln treffen ihn schwer in Lunge und Bauch. Er bricht auf der Ostseite der Mauer zusammen. Erst Stille. Dann beginnt Peter, um Hilfe zu schreien. Aber nichts passiert. Schockiert werden viele Menschen auf beiden Seiten der Mauer, Augenzeuge dieser Tragödie. Die Westberliner Polizei wagt es nicht einzugreifen, weil Peter noch im Ostsektor lag. Sie trauten sich mit einer Leiter an die Mauer, um zu schauen, wie es dem Verletzten geht. Sie werfen sogar Verbandspäckchen zu ihm hinüber und fragen nach seinem Namen. Die Reporter dokumentieren das schreckliche Geschehen. Die Bilder werden auch am Abend veröffentlicht und gehen um die Welt. Nach 50 Minuten, die Hilfeschreie waren mittlerweile verstummt, kamen durch künstlich erzeugten Nebel Angehörige der DDR-Grenztruppen und trugen den sterbenden Peter weg. Im Ostberliner Volkspolizeikrankenhaus konnte man nur noch den Tod feststellen. Helmut hatte das Glück, es geschafft zu haben, hat aber den Tod seines Kollegen nie überwunden. Peter Fechter wird zum bekanntesten Maueropfer und sein Tod machte die Mauer zum Inbegriff für Unfreiheit und Unterdrückung. Am nächsten Tag legen Westberliner an dieser Stelle Blumen und Kränze nieder. Ein Holzkreuz wird errichtet und ein Gedenkort entsteht. 1999 wird das Kreuz durch eine Stele getauscht, die vom Axel Springer Verlag mitgestiftet wurde. Jedes Jahr am 17. August gibt es hier eine Kranzniederlegung. Auch zum Jahrestag des Mauerbaus wird den vielen Opfern gedacht. Zum 50. Jahrestag dieses Ereignisses wurde in der Zimmerstraße eine Skulptur des Künstlers Florian Brauer errichtet. Diese steht heute im Verein Berliner Unterwelten und kann auf der Tour M besichtigt werden. Heute ist dieser Ort ein beliebter Hotspot für Touristen. Jeder, der in Berlin ist, muss mal am Checkpoint Charlie gewesen sein. Ja, hier im Mauermuseum am Haus am Checkpoint Charlie, das ist jetzt hier mal die Front, da gibt es alles rund um die Berliner Mauer zu sehen. Dieser große Museumskomplex beinhaltet nicht nur Café und Souvenirshop, sondern auch ein umfangreiches Museum und eine Bildungsstätte. Hier kann man Führungen machen oder sich Vorträge anhören.
Der Grenzübergang zog sich dann bis zur Schützenstraße hier und dann konnte man Richtung Osten auf der normalen Friedrichstraße weiterfahren. Ich stehe jetzt quasi direkt, ja, im Grenzübergang Checkpoint Charlie. Da geht es in den Westen, hier geht es Richtung Osten. Und dieses schicke Haus hier, das stand damals auch schon mitten im Grenzstreifen. An den Wänden ist eine Fotoausstellung und eine Beachbar für Snacks und Kaffee gibt es hier auch. Hier ist auch nochmal alles über die Berliner Mauer zu erfahren, zu sehen. Drin war ich auch noch nicht, aber es klingt sehr interessant. Und wir folgen jetzt weiter der Zimmerstraße. Das heutige Finanzministerium bot die perfekte Möglichkeit für eine spektakuläre Flucht der Familie Holzapfel. Am 27. Juli 1965 kletterten sie in der Dunkelheit auf das Dach des Hauses der Ministerien, wie es damals hieß, in Ostberlin und schwebten an einer selbstkonstruierten Seilbahn in den Westen. Diese erfolgreiche Flucht ist vor Ort als Comic zu besichtigen. Und es gibt eine sehr interessante Doku zum Beispiel auf YouTube, wo Herr Holzapfel die damaligen Pläne und die Flucht selber sehr schön erzählt und beschreibt.
Wir nähern uns dem Potsdamer Platz und sind jetzt auf der Stresemannstraße. Das Gebäude hier rechts ist auch von damals noch übrig geblieben, schön neu gemacht. Wollen wir hier mal kurz einbiegen? Hier noch einen einsamen kleinen Wachturm zu stehen. So, jetzt fahre ich mal weiter zum Potsdamer Platz. So viel und hoch bebaut war der zu damaligen Zeiten nicht. Das war eine Sandwüste damals. Also das erkennt man echt heute nicht mehr wieder. Und wie das jetzt so aussieht, das gucken wir uns mal von oben an. So, um mal einen richtig schönen Blick auf den Potsdamer Platz, wie er heute ist, zu werfen, bin ich mal auf die Panorama-Etage gefahren. Die ist direkt am Potsdamer Platz. Da hat man einen herrlichen Blick auf das, was sie halt jetzt gebaut haben, und es ist nicht mehr wieder zu erkennen. Bevor ich jetzt hier zum Brandenburger Tor weiterfahre, fahre ich nochmal rüber zum Leipziger Platz und den schauen wir uns auch nochmal genau an. Diese sechseckige Anordnung, wie man sie von oben auch so schön sehen kann, hat man heute auch wieder nachgebaut, oder ja, die Form ist halt beibehalten worden.
Heute ist aber zum Beispiel die kanadische Botschaft dort mit drin, ein großes Shoppingcenter namens LP12, dann das Wall-Museum und das Spionagemuseum. Kann ich auch sehr empfehlen, wer da Interesse hat, einfach zum Leipziger Platz fahren. Wo damals die Hinterlandmauer stand, hat man heute auch bunt bemalte Mauerteile wieder hingestellt, um einfach mal zu demonstrieren, dass die Hinterlandmauer wirklich direkt durch dieses ganze Areal führte. Wo früher ein breiter Grenzstreifen war, erstreckt sich heute bis zum Brandenburger Tor ein riesiges Gelände aus Botschaften, Restaurants, Cafés und einer sehr befahrenen Straße. Wer jetzt mal etwas Ruhe braucht, kann gern einen Spaziergang im Tiergarten machen. Dieser grenzt hier auch gleich an die Ebertstraße. Hier stehe ich vor der amerikanischen Botschaft und schaue rüber zum Potsdamer Platz. Das war alles eine Freifläche, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.